Ruggerman, Rugger, Rugger, Ruggerman, da sind wir wieder bei Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5, Grand Theft, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5, Grand Theft, Grand Theft. Ach, hier sind wir wieder, da muss ich ja wieder durch die hohle Gasse kommen. Fahr ich mal zur Hauptstraße einfach rüber. Vorsicht, ich muss ja mal lang. Das war doch hier irgendwo, ne? Die Ampel hat mich immer gestört. Ja, die hat mich auch, die war immer so penetrant. Ja, finde ich auch. Muss nicht sein. Die hat ja auch meine Mutter beleidigt letzte Woche. Echt? Aber zu Recht. In dem Fall zu Recht. Echt, meinst du? Das war so. Nur weil die bei Rot über sie gegangen ist. Ja, natürlich. Das gehört sich einfach nicht. Ey, du Fickfeder, geh gefälligst bei Grün. Eigentlich geil, wenn das Ampel. Das ist so Sprachampeln, ja, ey. Du scheiß verkackter Wichsstricher. Es ist rot. Du Pimmelflitsche. So. Super. Okay, warte. Was passiert jetzt? Wir gehen ins Haus. Oh nein. Franklin's Home. Sieht geil aus. All our prayers have been answered well. Hello. I don't want to know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. And stay out of trouble. Vulva. Yeah, yeah. I bet you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangster shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, fool? With it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizzettes, come on, man. Cool out. Chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, girl. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Hat jetzt nicht so viel mit dem Raub zu tun, ne? Nee, irgendwie nicht. Und wir sollen zu Emination. Da waren wir doch gerade erst. Die erkennen uns doch wieder. Wir wollen eine kleine Nummer durchziehen am Rande, glaube ich jetzt. Ich glaube auch. You know, when I went away, you punks was little homies. And I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Ja, vor allen Dingen lohnt sich so ein kleiner Raub überhaupt? Was haben die vor? Die wollen sich Knarren besorgen. Wollen die überhaupt klauen oder kaufen? Man weiß es nicht so genau. Es scheinen mir die beiden anderen, Lamar und Co. hier, Stretch ist das ja, der andere. Genau. Die scheinen mir nicht so professionell. Boah, sieht das Hammer aus. Ist geil mit der Sonne, ne? Ja. Hey, hier waren wir doch gestern Abend erst. Ich erinnere mich genau. As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated, more likely. Aus dem Weg. Ist derselbe wie mit der Shooting Range, stimmt. Ja, ne? Ja, genau. Eric, der ist es Range. Auch. Genau, der ist es. Ammunition, armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam-blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, all right? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. Oh, homie, get the shotty with the... So, wir sollen uns Waffen ansehen. Haben wir doch gerade erst gemacht, ey, ganz ehrlich. Aber wenn man natürlich 50 Jahre im Knast sitzt, dann kriegt man sowas auch gar nicht mit.
Sollen wir jetzt noch kaufen? Wir haben noch alles. Ja, wir haben echt alles. Soll ich eine Granate kaufen? Ja, mach mal. 150. So, was soll's. Bisschen Paper loswerden. Können wir mal zeigen dann und so. Obwohl, eine kugelsichere Weste wäre gar nicht so verkehrt, mein Lieber. Ja, meinst du? Ja, je nachdem. So, ach, das sind einfach nur Oberteile hier. Hm, neues Oberteil? Ist aber alles nicht so geil, ne? Hm, hält sich in Grenzen. Ich meine, das hier geht noch. Ja. Aber sonst, scheiß drauf. Ja, ich würde mir eine kugelsichere Weste holen. For shizzle! Warte. wo waren die jetzt hier? Hier rechts. Da vorne. Ah, da. Wir müssen auch mal hinten in den Laden gehen. Boah, 500 und 1000. Ja, dann würde ich... Eine extra leichte? Boah, überschwere. Ich würde sagen, eine extra leichte 500. Ja, wenn dann, ne? Ja. Aber ja, die könnte uns das Leben retten, deswegen sollten wir da investieren, oder? Xbox Game Store können wir jetzt reingehen. Aber das machen wir... Wollen wir das mal ausprobieren? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Wollen wir Just for Fun checken? Das ist doch bestimmt, wollen die uns irgendwelche Spiele verkaufen. Weiß ich nicht. Also Game Store, da kann man bestimmt neue kugelsichere Westen oder sowas kaufen. Einmal mal im Let's Play ausprobieren, oder? Ja, guck mal. So, wenn da ist die Mucke leer. Achtung, der Xbox Game Store ist derzeit nicht erreichbar. Ja, super, hat ja voll gut geklappt. Ja, geil. Was nehmen wir denn von diesem ganzen Überangebot? Ah, ich würde sagen, ich nehme Slimfast mit Harry Weinfort. Ach, mit Slimfast habe ich es geschafft. Das war ich, Harry Weinfort. Guck mal da hinten nochmal bitte in den Laden. Ich würde gerne wissen, was da noch so ist. Hier, gibt es hier überhaupt was zu kaufen? Hier ist irgendwie nur Schießstand, ne? Und eine Fahrschule. Ja, der Schießstand ist hier, ja, aber... Sonst ist da nix, ne? Ne, kaufen können wir hier nix. Und da in die Office kannst du auch nicht reingehen, glaube ich. Ne, wir haben hier, jetzt haben wir schon was aber gekauft. Aber da kannst du einen Dr. Pepper holen da vorne. Wäre ganz gut, aber pff. Alter, ich... Komm, wir sind fertig. Geh zurück, kauf eine Pump-Action-Schrotflinte mit taktischem Licht. Was? Ach so, habe ich gar nicht gelesen. Ich auch nicht. Boah, ich muss echt mehr auf die Tooltips achten. Das Problem ist, ich sehe die manchmal nicht so, wenn ich das Mikro hier von der Seite so vorhabe. Aber wo soll man die kaufen? Die gibt's ja gar nicht. Messer, hier, nicht vorrätig. Normale Pistole, Tränengas, Granate haben wir gekauft, Haftbombe, Kanister. Ach, da oben sind auch noch welche. Ah! Ach so, da oben ist... Ah, okay, Entschuldigung. Sturmgewehr! Cool, aber wir sollen die Pump-Action, das ist die. So, zack. Ja. Mit taktischem Licht. Zum Glück haben wir noch ein bisschen ein paar Euro über. Oh Mann. Warte mal, da gab's noch was mehr. Du hättest ja noch was für 100 kaufen können. Ich kann ja mal gucken. So, Kampfgewehr, wo war die? Ach da. Schrotflinte. Schalldämpfer hätten wir noch drauf. Armeefarbton, scheiß der Hund drauf. Scheiß der Hundi, du. LSPD. Schalldämpfer wäre natürlich super, aber. Der Schrot mit Schalldämpfer? Ist geil. Boah, nur am Rumkommandieren. Ja, echt, der Lama. Ich bin doch nicht euer Beppo. Beppo. Sie fliegen, um zu fliegen, wenn die... Was? Was war das denn gerade? Balu. Oh, hast du wieder am Uhu geschnüffelt, oder oh, was? Oh, yeah. Balu. Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling it's gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. So, ich glaube, wir sind ein Haus zu früh abgebogen. Ja. Bissel. Bissel, man, Nissel. So, ich park hier mal. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Ich, Homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga.
Man müsste das N-Wort mal zählen, wie oft die das jetzt sagen in 5 Minuten. Das Böse. What up, fool? What up, Whit? We got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody creeping on us? They putting a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Fuck you. Hey, what's up with this? Hey, set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. Oh, bitch-ass ballers. Oh, come on, fuck. Who here? Ein Setup. Okay, jetzt wird aufgeräumt. Schön. Nimm den Arm runter, Mann. Geiler Beat im Hintergrund. Yeah. So, Money einsammeln. Oh. Brauchen wir die? Oh, fuck it. Alter, zieh die weg. Nochmal. Den anderen. Bisschen länger. Ja, der lädt nach. Alter, hör auf nachzuladen. Mann, ey. Oh, shit. Das gute Shirt. Okay, draußen ist clear. Erstmal. Concentration. I'm gonna learn to trust my own motherfucking instincts. Man, I don't want your clumsy ass falling down these stairs, fool. They was a safety hazard before blood got spilled all over the place. Clowns, man. Send him back! Oh. Entschuldigung, ich hab mich gerade gedreht wegen der Treppe. Wo Hammer sieht das aus? Der lebt noch, Alter. Ach. Ich klau mal seine Knarre. Boah, es sieht echt krass aus, wie der weggeflogen ist da. Scheiße, ich hab auch schon ein bisschen Blut auf dem Hemd. Das ist modisch nicht akkurat. Das ist ein Durchschuss, aber du gehst trotzdem noch ziemlich gut. Mit einer Schrot auf die Reichweite. Fuck you! Man, I ain't going Headshot. Down to you. You go first, stay after me. Das ist schon gut, dass es ein Auto-Aiming so ein bisschen gibt. Ja. Sonst wäre das anstrengend, glaube ich, für uns beide. Ja, vor allen Dingen mit dem Gamepad zielen ist natürlich auch immer ein Traum. Ja, ach du Scheiße. Also das kann ich mit Maus gut, aber mit Gamepad habe ich immer Probleme. Weil ich mich auch so an die Maus gewöhnt habe einfach ins Team. Jetzt lädt er wieder nach. Geh in Deckung, während der nachlädt. Das ist der Ratsam. Und dann schießt er einfach aus der Deckung raus. Hast du recht, genau. Ich wusste den Knopf nicht mehr, ich wollte sie zugeben. Scheiße. Sehr schön. Zeig's den Pennern, Grob! Zeig's den Zweigen! So. Oh, da brennt es. Der Burner, Alter. Und keiner von uns geht rauf. Aber die Mucke ist geil. Aber ich sehe hier gar keinen mehr. Doch, guck aufs Radar. Ach so, der ist ja nicht von uns. Wir vorne links. So, einer ist noch übrig. Einer steht noch. Last Man Standing. Ich sehe den aber nicht in der Dunkelheit. Ist im November wieder, ne? Alter! Na ja, gut, die machen jetzt kalt. Ja, lass die Jungs mal die Arbeit machen. Gut. Es sieht nach Bullen aus. Na super. Das fehlt uns jetzt noch. Wir müssen entkommen. Send him back! Na los, Alter, der lebt wieder nach. Mann. Die Mucke ist so geil. Ich feier das den Beat gerade so ein bisschen. Alter, renn! Was heißt hier weg damit? Alter, ich kann doch keinen Heli abschießen. Seid ihr bescheuert? Theoretisch geht das. Die Leiter rauf? Welche Leiter rauf? Da vorne, wo die Jungs sind. Ja, das ist gut. Das lenkt den ab. Ja, ich lenke ihn gerade ab. Der Suchscheinwerfer ist auf den Jungs. Go, Alter! Lass mich hoch! Boah, das ist
ist übel. Wenn ich einmal so einen Helikopter an seinem Suchscheinwerfer habe, ist eigentlich nicht mehr viel. Ach, aber ich kann die Leute aus dem Heli rausschießen. Das musst du sogar, denke ich mal. Ohne Auto-Aim jetzt. Die verhalten sich auch nicht gerade sonderlich klug. Nee. Boah, da kommt noch einer, oder was? Nee, die verfolgen Alter, wie dich. Unauffällig, Mann. Wie unauffällig. Was machst du da? Guck mal, wie die alle bluten. Ja, die Jungs wären auch schon 10-mal tot, glaube ich, so wie der aussieht. Scheiße, bewegt deinen scheiß Arsch. Oder hat sein T-Shirt diese roten Flecken so extra drauf. Wart auf Lamar, Lamar ist da. Und jetzt? Come on, motherfucker! Sollen wir die Karre nehmen, oder was? Ja, hau ein. Häng die Bullen ab. Steigt ein, ihr Wichser. Fuck it. Boah. Geile Mission irgendwie. Ja. Für den Verrat. So, ich wechsle jetzt mal auf Michael. Das nutzt die Seitenstraßen. Weg, ne? Hier ist eine Seitenstraße. Ja. Yeah, Alter. Alter, lass das mal. Jetzt wird's eng. Bonk it gas. Fuck it. Okay, ein Buller klebt uns am Arsch. Eine geile Karre, Wings. Boah, Alter, der Bull ist aber schneller. Der stupst uns noch ein bisschen. Ja, die Bullen haben echt krasse Karren meistens. Das sind ja die Wölfe im Schafspelz. Und die fahren auch extrem cool. Boah. Nicht schlecht, Mann. Who gave this fool a license? Oh mein Gott, 3 Sterne, es wird eng. Es wird keine lockere Nummer. Wir müssen auf jeden Fall Seitenstraßen nutzen. Von rechts kommen gleich welche. Da ist noch ein Helikopter. Fahr da nicht hin. Du fährst dem Helikopter in die Fänge. Ah, nein. Oh, fuck it. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt. Ich sollte ja Seitenstraßen fahren. Ich probiere dich zu dirigieren, okay? Okay. Gib Gas. Fahr geradeaus. Aber ich kann nicht geradeaus fahren. Ja. Ich fahre mal ganz kurz um den Block. Jetzt die Bullen kleben uns noch am Arsch. Ah. Nee, rechts sind noch die Bullen da auf der Straße. Du hättest da hochkommen fahren können. Kann ich hier? Nee. Alter, da war eben, das Gebüsch ist aber Vorsicht. Okay, pass auf. Ich muss hier links. Ja. Links. Wow. Be careful, Mark. Scheiße. Fuck it. Nein. Komm. Nein. Shit. Shit it. Ich muss ja wieder einsteigen. Ne, wir brauchen eine andere Karre, ganz schnell. Aber woher, Alter? Die Karre ist durch, da kriegst du auch nicht mehr mit dem Käfertrick. Baller keine Bullen tot. Ich muss Bullen tot ballern. Nein, renn durch. Wir kriegen nur noch mehr Bullen auf den Arsch. Oh Gott. Kannst du nicht einfach vorbeirennen irgendwie? Da vorne ist da eine Autobahn. So, ja, ich versuche gerade irgendwie Karren zu kriegen, aber das Blöde ist, dass da vorne wieder Bullen sind. Rennen, fuck, genau, schneller. Vergiss das schneller rennen immer. Was mit den Jungs, Alter? Die kriegen das schon. Die sind ja eine KI, die schaffen das. Wenn wir das schaffen, kriegen die das auch hin, bestimmt. Aber ich will die nicht im Stich lassen. Nee, tust du nicht. Du wartest jetzt einfach im Taxi, während der Taxifahrer aussteigen muss. So leid es mir tut. Ah, die Jungs sind dabei, alles klar. Steig ein! Okay, Alter, und jetzt Vollgas. Im Downtown Cab. Boah, geil. Okay, jetzt müssen wir uns echt einen Weg überlegen. Fahr jetzt erstmal hier den Highway hoch und dann suchen wir uns mal im Downtown irgendwo in der Innenstadt ein paar Ecken, wo wir irgendwie entkommen können. Okay. Fahr mal rechts rum jetzt hier auf den Highway. Ah, naja. Ich fahr mal hier rechts. Da sind zumindest nicht so viele Bullen rechts vorne, weißt du? Ja. Zumindest im Moment nicht. Wir kriegen sie los. Du bist ja außer. Nein, genau, vor uns sind welche. Links musst du unbedingt. Links. Schnell, gib Gas. Ja, ich bemühe mich. Die haben mich nicht am Schirm. Super, genau. Fahren wir hier auf den Parkplatz. Und tu mal so, als würdest du einfach parken. Im Moment ist nämlich hier keiner in der Nähe. Aber die kommen doch rum, oder? Das sehen die doch. Ich weiß es nicht. Lange dauert es nicht mehr, glaube ich. Da kommt der Haley oder irgendwas. Ja. Der Heli kann ich nicht entdecken, aber ich würde auch weiter fliegen. Du fliegst ja sowieso mal vor dich hin. Yeah, geil. Okay, fahren wir wieder zurück. Alter, Finne, da muss ich mich mal wieder abregen. Wir sollen zu Franklins Haus. Das ist ja gründlich in die Hose gegangen gerade, der Superplan. Shit, man, you're the one popped his ass. I did the necessary.
Yeah, thank you for that, dawg. This all on you, LD. Link, you dumbass. Me? Hey, I ain't know the fools is gonna roll on us. Something with the ballers? Shit, I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't CGF for life, because all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Loke. Ever just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, all right? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic and shit. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't he? This that peace-talking motherfucker we should've sent to the Middle East. Fuck. No wonder I wanna get out of here. No one's stopping you, little homie. Alter. Ich dreh am Rad, Alter. Ich bin schon still. So, ich würde sagen, wir steigen. Hier müssen wir irgendwo raus, ne? So, ach nee, hier sind wir noch ein bisschen. Nee, ist egal. Muss ja nur zum Haus. Ich glaube, das reicht auch, auch so, genau, Alter, ganz ehrlich. Mal eben schön mit der Schrotflinte, sehr unauffällig. Ach, da vorne. Boah, Alter, bin ich froh, dass das durch ist. Dass das der Lurch gekaut ist. So. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye-itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told nigga, you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking buster. Alter, vor allem die fucken das total ab. Das ganze, den ganzen Scheiß-Stretch haben wir bestanden. Immerhin wieder Silber, 3 von 10 Kopfschüsse. Naja, Entschuldigung, unversehrt waren wir auch nicht unbedingt. 81% Treffgenauigkeit war jetzt nicht ganz so schwer. Doch, super. 81% ist extrem gut. So, aber ich hatte ein bisschen Hilfe von vom Aiming. Gut, das verrat's doch nicht. Achso, nee, ich war einfach geil. Warte, komm. Das muss ich nochmal sehen. Kann ich aber drüber latschen? Nee. Ihr macht ihre Übungen, du störst sie. Ich frage mich, wie die Jungs übrigens so schnell das T-Shirt von sich sauber gekriegt haben. Die hatten 15.000 Flecken Blut und plötzlich in der Zwischenszene waren sie ganz... Das ist mit dem Vernell. Das mit dem neuen Vernell geht das. Vernell? Weiß ich nicht. War das nicht sowas? Ah ne, Vernell Oxy Action oder... Ne, wie hieß er? Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht aus. Wo ist denn das Bett? Ach, da Putze vorne, nie. Ne? Ne, ich auch nicht. Ich hänge die einfach zum Ausdünsten im Schrank, aber das hat man schon mal. Ich speichere jetzt einmal das Spiel und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Okidoki, gute Nacht. Das hört sich irgendwie ein bisschen anders an als eine Übung, was die... So, alter Schwede, was war das denn? Also das war ja ganz weit vom Juwelenraub entfernt, was wir ja gerade durchgezogen haben. Ja, und wurden auch ganz schön fett verarscht. Aber so ist das nun mal in der Welt der Gangster hier. Ja, machst du nix da, Alter. Jeder ist sich selbst der Nächste und ich glaube, wir werden auch noch ein paar Reihenfälle erleben. Und wie es dann mit Franklin weitergeht oder mit Michael, das erfahren wir natürlich dann in der nächsten Folge von GTA 5.